Hallo, ich möchte ein bisschen auf das Verständnis des Zustandsgraphen bzw. des Funktionsgraphen eingehen, da ich damit immer Probleme hatte. Auf dieser Folie, wir gucken uns erstmal den oberen Teil an. Hier auf der linken Seite ist die schematische Darstellung von einem Mealy-Automaten. Wir sehen hier, das ist der Zustand, hat leider nicht reingepasst in das Kästchen, deswegen habe ich nur Z reingeschrieben. Hier ist unsere Eingabe und hier ist unsere Ausgabe. Also das ist, wo die Ausgabe steht. Was wir hier sehen ist, der Zustandsname oder der Zustand, den bezeichnen wir hier als 1. Ich mache mal hier auch so einen tollen Kringel drum. Und bei Mealy-Automaten ist es ja so, dass die Ausgabe von der Eingabe abhängt. Das heißt, wenn ich im Zustand 1 bin und ein A eingebe, dann kommt als Ausgabe das blaue Licht. Und dann komme ich in den Zustand 2. Und andersrum, wenn ich in dem Zustand 1 bin und ein B eingebe, dann kommt rotes Licht raus. Und dann anschließend komme ich in den Zustand Nummer 3. Und dazu im Gegensatz steht der Moore-Automat hier unten. Jetzt können wir auch runter gucken. Und auch hier die schematische Darstellung Zustand Output Input Zustand Output. Okay, was hier gilt ist, dass. Ach so, ich möchte dazu sagen, dass der untere Zustandsgraph und der obere Zustandsgraph funktionstechnisch nicht dasselbe beschreiben. Es geht hier einfach nur darum, eine möglichst einfache Darstellung zu machen. Deswegen habe ich auch sowas wie gelb und blaues Licht und sowas genommen. In den meisten Schulbüchern findet man sowas wie 1, 2, 0 und so. Gut, jedenfalls im Moore-Automaten steht der Zustand oben, das heißt hier die 1. Und in dem Zustand 1 gibt es den Output gelb. Und ich kann jetzt im Zustand 1 ein A eingeben und komme dann in den Zustand 2. Der Punkt, an dem ich immer Probleme hatte, war, welche Eingabe und welcher Zustand gehören denn nun zusammen? Im Moore-Automaten gehört das, Moment, der Kreis nicht und der Kreis auch nicht. Das gehört alles zu einem. Und das eventuell mit irgendwelchen Pfeilen noch zusammen. Und das mit irgendwelchen Pfeilen noch zusammen gehört auch hinein. Das heißt, das alles hier ist 1. Wenn ich jetzt davon spreche, dass welcher Zustand hat welche Ausgabe, dann heißt es, dass der Zustand 1 hat, wenn ich A eingebe, die Ausgabe gelb. Und der Zustand 1 hat, wenn ich B eingebe, auch die Ausgabe gelb. So, das bedeutet, wenn ich in einem Moore-Automaten bin, könnte ich im Grunde das darunter schreiben. Sieht echt nicht gut aus, aber ich hoffe, man kann es erkennen. Einigermaßen. Also, was man bei Moore-Automaten machen kann, ist, dass man im Grunde unter die Eingaben nochmal denselben Output schreibt. Macht man aber nicht, man kürzt es ab, weil der Output hängt ja gar nicht von der Eingabe ab. Und das ist der wichtige Punkt. Und deswegen lässt man diesen Teil hier unten weg. Und wenn wir jetzt wieder hochgehen, beim Mealy-Automaten, ist es so, dass die Ausgabe ja von der Eingabe abhängt. Und deswegen muss man das an diesen Pfeil schreiben. Und deswegen, oder nicht deswegen, aber auf jeden Fall, hier ist es auch so, dass das wieder ein ganzes Paket ist. Das gehört alles zum Zustand 1. Und das hier gehört auch alles hier zum Zustand 1, nur halt vom anderen Automaten. Und ich habe das jetzt nochmal in Verbindung mit der Schaltung gemacht. Wir sehen jetzt hier einen Mealy-Automaten, damit man sich das nochmal vorstellen kann. Was man hier sieht, ist, unten ist die grobe Darstellung, wie so ein Automat aussieht. In den meisten Schulbüchern findet man hier G und hier F, deswegen habe ich es nochmal dazu geschrieben. Das ist aber unglaublich schlechte Bezeichnung. Ich nenne das hier die Ausgabefunktion, die dafür zuständig ist, aus dem aktuellen Zustand eine Ausgabe rauszufunktionieren. Und das ist ich nenne es die Zustandsfunktion, weil der Teil hier quasi dafür zuständig ist, den Zustand in das Register zu schreiben. Gut, weshalb diese Linie jetzt rot ist, weil das der Unterschied zum Moore-Automaten ist. Und deswegen steht ja auch hier alles auf einer Linie. Weil die Eingabe kommt hier rein. Also wir gehen ja erstmal von Anfang aus. Man gibt irgendwas hier rein, so. Das wird dann verarbeitet. Und das wird dann in das Register geschrieben. Und vom Register geht es raus in diese Funktion. Und als Eingabe hier steht nämlich die Eingabe, die dann irgendwann im nächsten Takt gekommen ist. Die geht über den Pfeil. Und das, was im Register steht. Daraus macht dann die Ausgabefunktion eine Ausgabe. Und das ist auch der Grund, weshalb das hier beides zusammensteht. Weil ja die Ausgabe, nämlich diese Ausgabe, Moment, jetzt nehmen wir mal was anderes hier. Ich habe ja ganz viel rot reingezeichnet, weil diese Ausgabe sowohl vom Zustand als auch von der Eingabe abhängt. Muss man das auch alles. Okay. So. Okay. Und jetzt machen wir mal den Moore-Automaten. Hier sehen wir genau dasselbe. Ich habe die Linie nochmal drin gelassen, aber die brauchen wir eigentlich nicht. Deswegen löschen wir sie mal, wenn es denn gehen würde. So, sehr schön. Und hier haben wir diese Verbindung nicht. Das heißt, was aus dem Register rauskommt, ist die einzigste Eingabe für die Ausgabefunktion. Und er gibt dann die Ausgabe.
Das heißt, für die Ausgabe selber ist eben nur der aktuelle Zustand. Hier im Register steht ja der Zustand drin. Ist nur der Zustand notwendig. Das heißt, dass dieses Gelb hier ausgegeben wird, wird nur durch diese 1 entschieden. Und jetzt kommt, können wir da auch mal hier andere Farbe nehmen. Wir nehmen einfach mal Filzstift und gucken. Gut, wir nehmen mal Blau. So, und an dieser Stelle wird jetzt auch der blaue Pfeil hier, also den Pfeil, den ich jetzt gerade hier versuche, in Blau nachzuzeichnen, wichtig. Wir fangen aber mal hier oben an, und zwar die Eingabe geht hier rein. Die Funktion berechnet irgendwas, gibt irgendwas in das Register rein, und das ist der aktuelle Zustand. Sagen wir, der Zustand 1 steht jetzt im Register drin. Dieser Zustand 1 wird dann rausgegeben und jetzt hier auf der blauen Linie, ich zeichne die nochmal nach, wieder in die Zustandsfunktion reingegeben. Das heißt, hier liegt jetzt eine 1 an, weil wir hatten ja vorher hier drüber eine 1 reingeschrieben. So, im nächsten Takt sozusagen, im nächsten Durchlauf, geben wir hier ein A rein. So, und das ist genau dieses A hier. Das heißt, wir haben ein A und eine 1. Geben wir in die Zustandsfunktion rein und die Zustandsfunktion berechnet daraus eine 2. Das heißt, jetzt haben wir genau diese 2. Und das ist im Grunde, wie die zusammenhängen. Und wenn wir in der 2 sind, dann wird ja das auch nach hier weitergegeben und in die Ausgabe. Das heißt dann hier, ich versuche es mal mit der Maus zu zeichnen, grün. Das heißt, hier wird grün rausgegeben. So, nehmen wir an, wir sind schon im Zustand 1. Das heißt, im Register hier steht eine 1 drin. So, das heißt, diese 1 wird nach hier weitergeleitet und auch nach hier. Und die Ausgabe von der 1 ist nämlich gelb. So, hier liegt also eine 1 an. Die Ausgabe ist gelb. Wir sind immer noch in diesem einen Takt, wo es um die Ausgabe geht. Jetzt mache ich hier als Eingabe ein A. Das geht hier rein. Und das Register, wie wir ja aus einem Master-Slave-Flip-Flop kennen, übernimmt das ja alles erst im nächsten Takt. Das heißt, dieses A gehört auf jeden Fall noch in diesen Takt rein. Es gibt aber keine Verbindung von hier nach da irgendwie. Okay, die gibt es nämlich nicht. Genauso könnten wir hier auch B eingeben. Und es gibt genauso keine Verbindung nach hinten zum Gelben. Also an dieser Stelle sieht man einfach nur nochmal, dass egal was ich hier eingebe, ob es A ist oder ob es B ist, dass immer gelb ausgegeben wird. Und das hier alles zusammenhängt. Gut, und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.